steckt man in einer Masse. Meine Damen und Herren, mag man das als schützend oder als bedrohlich finden. Den Fisch in seinem Schwarm leiten Sicherheitsgedanken. Das Panikopfer auf seiner Flucht fürchtet, niedergetrampelt zu werden. Masse kann Paläste stürmen und Deiche sichern, verteidigen, lynchen und huldigen. Gelegentlich Masse zu sein, ist ein Teil unseres menschlichen Wesens. Wir alle haben einmal, glücklich oder unglücklich, den Weg vom Individuum zur Masse und hoffentlich wieder zurück zum Individuum gefunden. Der Schriftsteller, der Nobelpreisträger, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, heißt Elias Canetti. Und er hat sich über 3 Jahrzehnte in einer nur ihm eigenen Art mit den Ursprüngen und den Formen von Masse und Macht beschäftigt. Das Werk, das die Frucht dieser Studien präsentiert, erschien 1960 unter dem schlichten Titel Masse und Macht. Elias Canetti wurde 1905 als Kind vermögender sephardisch-jüdischer Eltern in Ruse geboren, einer auch damals quirligen Hafenstadt an der Donau, die dort die Grenze zwischen Bulgarien und Rumänien markiert. 1911 beschloss die Familie, ihr nicht unerhebliches Vermögen in das Geschäft eines Verwandten in Manchester einzubringen, siedelte um nach England und wurde dort bald von einem Schicksalsschlag getroffen. Der Vater Jacques Canetti, der junge, scheinbar kerngesunde Vater von Elias, stirbt kaum ein Jahr später. Mathilde Canetti, die Mutter, beschließt, mit ihren Kindern auf den Kontinent zurückzukehren, zunächst nach Wien, darauf nach Zürich, schließlich 1921 nach Frankfurt am Main, wo Elias 2 Jahre später sein Abitur ablegt. Ich zeichne diesen Lebensweg im Schnelldurchgang nach, meine Damen und Herren, bitte Sie auch nur 2 entscheidende Momente zu beachten. Einmal das Erlebnis der Todeserfahrung. Der völlig überraschende Tod des Vaters zerstörte, so empfand das Canetti, jegliches Vertrauen in eine berechenbare Ordnung der Welt. Wir müssen, folgerte er, unser gesamtes Denken aus der Zentralperspektive des Todes sehen. Das zweite Moment: Seit dem Tod des Vaters sieht sich Canetti als der Beschützer seiner Mutter. Ich weiß, meine Damen und Herren, man tappt bei derlei Rekonstruktionen leicht in die Falle eines Psychologisierens mit dem Waffeleisen. Doch nach allem, was wir aus Selbstzeugnissen und anderen Berichten wissen, gefiel Canetti nicht nur die Rolle des Beschützers, er griff auch gern zur Rolle des Herrschers. Seine Lebensgeschichte, wir werden später darauf zurückkommen, zeigt uns einen Mann, der zu Frauen ein äußerst unglückliches Verhältnis hatte, dass dabei die Frauen noch sehr viel unglücklicher davon kamen, liegt naturgemäß nahe. Die Beziehung zur Mutter ging übrigens 1924 erstmalig zu Bruch. Der junge Mann zog nach Wien, um dort Chemie zu studieren. Er war jetzt 19 Jahre alt. Den vorletzten Satz möchte ich lieber umformulieren, meine Damen und Herren. Elias Canetti zog nach Wien und studierte dort Chemie. Dieses Lehrfach war keineswegs sein Traumziel. In Wien, es war bedeutend wichtiger, in Wien konnte man damals den Schriftsteller Robert Musil oder den Komponisten Alban Berg, oft auch den Bildhauer Franz Wotruba im Kaffeehaus treffen. Man konnte den Schülern von Sigmund Freud bei ihren Streitereien zuhören und am allerwichtigsten für den jungen Canetti, hier hielt der große Karl Kraus, die heilige Instanz des Wortes schlechthin, seine Vorlesungen. Das war die Gesellschaft, die Canetti suchte und nach deren Anerkennung er strebte. Bei einem Doktor der Chemie, der ihm 1929 verliehen wurde, eckte man zwar nicht an, doch für Furore reichte dieser Titel beileibe nicht. Einen Namen errang in diesen Kreisen, wer schrieb, wer komponierte, wer schuf und wer interpretierte. Und von Zeit zu Zeit natürlich auch, wer inspirierte. Letzteres war traditionell eher die Aufgabe der Damen. Wenn wir der Autobiografie, den 3 zu seinen Lebzeiten erschienenen Bänden, Die gerettete Zunge, Die Fackel im Ohr und Das Augenspiel nicht nur literarischen, sondern auch dokumentarischen Glauben schenken dürfen, dann lieferte schon in jenen frühen Jahren die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Masse eine der Triebfedern seines künstlerischen Schaffens.
Anlässlich einer Arbeiterdemonstration, das war noch in Frankfurt am Main, hatte Canetti zum ersten Mal als Zeuge den lustvollen Zauber beobachten können, der sich in Menschen ausbreitete, die plötzlich vom Ich zum Wir geworden waren. Als im Juli 1927 in Wien eine empörte Menge das Justizministerium abfackelte, überfiel ihn ein ähnlicher Schauder, nennen wir es hier einmal flink und ungeprüft, eine Inspiration. Das Thema Individuum und Masse gehörte damals freilich eher zu den Kassenschlagern der intellektuellen Debatten. Sigmund Freud hatte dazu Erhellendes geschrieben. Der französische Soziologe Le Bon einige Jahre zuvor mit »Die Psychologie der Massen« ein Standardwerk vorgelegt. Das Stück von Ernst Toller, »Masse, Mensch«, kannte in den einschlägigen Wiener Kaffeehäusern ein jeder Gast, genauso wie später die Reflexionen des nach Deutschland verbannten Josef Roth, der seine Gedanken über die Masse in einem Roman über die Gefolgschaft Napoleons festhielt. Von intellektuellem Neuland konnte somit genauso wenig die Rede sein wie von einem erst unlängst aus dem Unbekannten aufgetauchten politischen Phänomen. Das Buch »Masse und Macht« erschien erst 1960 und betrat die deutsche Literaturbühne wie ein gewaltiger, völlig unvermuteter Wiedergänger. So schrieb man einfach nicht mehr über die Massen in jener Zeit, als Regierungen die ersten Thinktanks zusammenstellten und errechnen ließen, wie viele Megatote durch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen noch akzeptabel seien. Hier nahm nun einer, dessen Sprachstil ganz offensichtlich an Karl Kraus geschult war, den Begriff des Todes wieder so ernsthaft auf, wie es zuvor vielleicht nur Schopenhauer getan hatte. Hier wagte sich einer an romantische deutsche Symbole wie den Wald und erklärte ihn als nationale Metapher für die Masse. Hier wurden soziologisch noch nie beschworene Bilder für die Erscheinung der Masse als Feuer, als Inflation oder als Regen wie wahrheitsstiftende Fakten abgehandelt. Elias Canetti hatte sich seinem Thema als Dichter genähert, doch auch als Ethnologe, als Philosoph, als Historiker, als Ökonom, als Psychologe, kurzum mit einer alles verschlingenden Neugier, als Jäger. Lebte er in einer Unzahl von Welten gleichzeitig, sagte er einmal über sich selbst. Und er hatte diese Stränge auf seine Weise nach seiner Deutung zusammengeknotet. So recht gut gehen konnte ein derartiges Unterfangen nach Lage der Dinge nicht. Man befand sich, wir haben es gerade gesagt, in der ersten Hochkonjunktur eines tief religiösen Vertrauens in Statistiken und vermeintlich rationale Regeln der Erkundungen menschlichen Verhaltens. Politische Macht sollte in der gesellschaftswissenschaftlichen Theorie bald auf eine mathematische Formel zurückgeführt werden, die Stromerzeugung mit Bevölkerungsentwicklung in Verbindung setzte. Da war wenig Raum für Reflexionen, wie Elias Canetti sie über den Zusammenhang von, sagen wir, Sprache und Befehl anstellte, für Hinweise, dass in jedem Befehl eine Todesdrohung mitschwingt oder dass ein Befehl darauf angelegt ist, eine Handlung moralisch zu neutralisieren. So genau wollte auch niemand mehr hören, dass der Verlust der Individualität in der Masse als lustvoll erlebt werden kann, obwohl auch damals jede unschuldige Faschingsveranstaltung, jeder Besuch im Fußballstadion diesen Befund verifizierte. Canetti sei empirisch zu wenig geschult, urteilte selbst Theodor W. Adorno, der Meisterdenker, gegen den nun wirklich kaum ein Kollege je den Vorwurf der statistischen Deckmesserei erhoben hat. Canetti bedenke nicht, mäkelten andere Kritiker, dass der Mensch ein rationales Wesen und nicht nur von urtümlichen Instinkten getrieben sei. Canetti führe nur Selbstgespräche, statt seine Behauptungen zu belegen, monierte ein bedeutender Literaturwissenschaftler. Freilich, es war dies die Zeit, in der deutsche Akademiker ihren Kuchen ungern mit Neuankömmlingen teilten. Und gerade über Massenbewegungen musste man sich doch nicht ausgerechnet von einem aus Bulgarien stammenden Chemiker belehren lassen, der zurzeit offenbar in London Romane verfasste. Selbstverständlich können wir heute, meine Damen und Herren, einen Teil der Skepsis nachvollziehen.
auf viele Stellen des Werkes trifft tatsächlich zu, was Thomas Mann ein Vierteljahrhundert zuvor an Canetti über dessen ersten Roman geschrieben hatte. Der trug den Titel Die Blendung. Und der, wie stets unendlich höfliche Thomas Mann, teilte dem Autor Canetti mit, er sei beeindruckt von der krausen Fülle, dem Debordierenden seiner Fantasie, der gewiss erbitterten Großartigkeit seines Wurfes, seiner dichterischen Unerschrockenheit, seiner Traurigkeit und seinem Übermut. Wie gesagt, das galt dem Roman, über den wir gleich noch kurz sprechen werden. Als Urteil trifft es aber genauso auf jenes Buch Masse und Macht. Als Thomas Mann 1936 dem jungen Canetti aus Zürich diesen Brief über dessen Roman über die Blendung schrieb, verkehrte der Autor in Wien im selben Kaffeehaus wie Robert Musil. Ich glaube, es war das Café Zentral. Musil, der Lokalgott, hatte zuvor nach Canettis Empfinden zu wenig Begeisterung oder Respekt für dessen dichterisches Wirken gezeigt. Als also die ersten freundlichen Kritiken in der Wiener Presse über Canettis Roman erschienen, da erhob sich Musil, als Canetti das gemeinsame Kaffeehaus betrat, und äußerte ein paar Worte der Anerkennung. Canetti hörte ungerührt zu, zog dann den Brief von Thomas Mann aus der Sakkotasche und sagte, das hat mir Thomas Mann auch gerade geschrieben, sagte es und begab sich nach einer kurzen Verbeugung auf seinen Platz. Mit dieser Anekdote möchte ich gleich dreierlei bewirken. Einmal Ihr Interesse wecken, verhält zu sehr auf den Roman Die Blendung, die Geschichte eines Büchernarren, in diesem Falle eines Gelehrten der chinesischen Kulturwissenschaften, für den die Masse die unzähligen Bücher sind, mit denen er sich umstellt und in deren Feuer er letztlich umkommt. Zum Zweiten erhält die Anekdote, wie süchtig Canetti nach gesellschaftlicher Anerkennung war. Wenn Sie die drei vorhin von mir aufgezählten autobiografischen Werke lesen, werden Sie durch einen Almanach von europäischen Berühmtheiten geführt. Und unser Autor verschweigt keineswegs, wie stark oft deren Interesse an seiner Person gewesen war. Macht es diese Werke weniger lesenswert? Keineswegs. Nur sollte man den von Canetti porträtierten Canetti nicht beständig mit Canetti verwechseln. Zum Dritten deutete jene Szene im Kaffeehaus bereits an, Canetti war ein extrem egomanischer Zeitgenosse. Das zeigte sich bereits in Wien, wo er seine Frau, die als Schriftstellerin unendlich produktivere und auch anerkanntere Weser, schon vor der Hochzeit nach Strich und Faden betrog. Das setzte sich nach 1938 im englischen Exil fort, als er sich vor den deutschen Bomben zu einer Geliebten aufs Land flüchtete, seine Frau aber in der Stadt zurückließ. Das änderte sich nicht, nachdem Weser 1963 wohl durch Selbstmord aus dem Leben schied. Nein, steht uns nicht hier zu, über moralische Verfehlungen den Stab zu brechen, aber ungustiös wirkte die Art, wie der Dichter seine vielen Geliebten schriftlich später der Lächerlichkeit preisgab. 1981 erhielt Canetti den Nobelpreis für Literatur. Da lebte er wieder verheiratet in Zürich, wo er 1994 auch starb und begraben wurde. Der Nobelpreis verschaffte ihm auch eine ganz spezielle Genugtuung. Seit seiner Zeit in England hegte Canetti einen finsteren Groll gegen den Dichter T.S. Eliot, für ihn die Inkarnation des britischen Hochmuts und seiner Oberflächlichkeit. Allerdings war Eliot Amerikaner. Dass er 1948 den Nobelpreis für Literatur erhielt, ließ Canetti vollends an der Existenz eines gerechten Gottes zweifeln. Dass ihn Stockholm 33 Jahre später mit derselben Auszeichnung bedachte, wird ihn nicht gläubiger gemacht haben, aber es war ein Triumph.